Das letzte Mal, als wir gegen die Bayern gespielt haben, war vor 10 Jahren. Im Halbfinale im Pokal. Finale. 5-1, Zehn oder? Jahre lang. 5-1, ja. Wer hat denn da das Tor geschossen für uns? Zoller. Okay, krass. Zoller in der Allianz Arena, gell? Ja. Ja, in der Allianz Arena, ja, wo Jörg Zimmer noch, ja, Stress mit Philipp Lahm angefangen hat. Wer größer ist. Ja. Und jetzt sage ich Ruhe. Und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Er kommt durch, der ist drin! Kaiserslautern 3:2! Der ausverkaufte Betze wartet auf 90 plus 6. Der Treffpunkt Betze Podcast. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten. Damit herzlich willkommen zu 90 plus 6, dem Treffpunkt Betze Podcast. Wir sind mittlerweile in Folge 26 angelangt und mein Name ist Tim. Ich bin nicht allein. Mir zugeschaltet ist der Lex Tiger Lobinger Fallrückzieher für die Ohren. Nico, grüß dich. Hallo in die Runde. Und auch der Mann, der in Castore Bettwäsche schläft, wenn sie denn geliefert werden würde, ist da. Grüß dich, Raimund. Hi. Sehr stark. Komme ich besser weg als Nico, oder? Weißt du nicht, was besser war? Das war schon ein schöner Fallrückzieher. Das war KI. Den hat er nie im Leben so gemacht, oder? Ich glaube es auch. Fand ich im Stadion. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, wobei er hat auch ein Hackentor gegen den HSV gemacht, also. Ja, Entschuldigung, es wäre aber ein Kündigungsgrund, wenn du bei Waldhof Mannheim im Stadion gewesen wärst, an einem Spieltag, wo der FCK gespielt hat. Das stimmt, der FCK hat ja gespielt. 2 Spiele sind wir jetzt schon in der Saison. Wie fühlt ihr euch? Steigen wir auf, steigen wir ab, holen wir die Champions League? Letzter Aufstieg. Nee, also das gegen Ulm war okay. Weil ich finde auch, das ist mit so das schwierigste Spiel zum Auftakt, was du haben kannst gegen Aufsteiger, die halt einfach durchmarschiert sind, die seit Jahren teilweise wirklich mit einem großen Kern und der gleichen Mannschaft spielen. Und das gegen Fürth war halt echt, das waren 2 verschiedene Gesichter. Das war ein guter Start. Dann haben die 20 Minuten komplett verpennt, wo ich schon Flashbacks für die letzte Saison bekommen habe. So die Gramotzes-Zeit, das war fürchterlich. Und dann vor allem die zweite Halbzeit, das war ja grandios. Wir haben ja Fürth gar keinen Platz zum Atmen gelassen und wir haben ja richtig an die Wand gespielt. Also noch viel zu tun, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden bisher. Solange wir unsere Punkte holen, ist das alles okay. Raimund, gehst du damit d'accord oder siehst du das anders? Ja, größtenteils sehe ich es genauso. Ich bin mega froh über die 4 Punkte, weil statt 4 Punkten könnten auch 0 stehen. Und vom Grundsatz her, vom Einsatz her, starke Phasen in beiden Spielen, hat schon teilweise Spaß gemacht, hat aber auch teilweise jede Menge Schwächen aufgezeigt. Und ich glaube, mit diesem Kader, so wie er ist, sollten wir nicht unbedingt in die Saison gehen ohne Verstärkungen. Aber ich denke mal, wir besprechen die Spiele noch im Detail ein bisschen. Aber wie siehst du es, Tim? Ja, ähnlich. Also ich würde ganz einfach chronologisch beginnen in Ulm. Er hatte für mich so ein bisschen DFB-Pokal-Vibes. So, ja, ein bisschen so ein Dorfstadion, Tatanbahn, ziemlich klein alles. Und großes Happening für, ich möchte jetzt Ulm nicht zu nahe treten, aber so ein bisschen dorfig. Und die hatten natürlich Euphorie. Wir hatten schon, ja, Bock und alles in allem ist ein Sieg da schon ein bisschen glücklich. Aber ich glaube, damit kannst du auf jeden Fall leben und arbeiten. Findet ihr, dass es glücklich war? Also, es war auch wieder so phasenweise, wo Ulm schon 2 Tore hätte machen können, vielleicht auch irgendwie noch ein drittes. Aber wir hatten halt auch sau viel Chancen. Und ich finde auch nochmal deutlich bessere als gegen Fürth. Mal andersrum gefragt, glaubt ihr, wenn wir nicht diesen Elfmeter bekommen, dass wir aus dem Spiel raus einen Ausgleich schießen? Schwierig. Also wenn du mich fragst, aus der Phase von dem Spiel, da ging gar nichts. Ich fand, das war wieder so ein typisches Lautern-Spiel. Du warst eigentlich gut drin. Und ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo gelesen, dass du dann einen Fehler machst vor dem Gegentor. Fand ich ein bisschen hart. Ich fand, du hast 2, 3 ja, Nachlässigkeiten. Also um es mal kurz klarzumachen, Ulm flankt von der rechten Seite aus dem Halbfeld. Der Ball geht auf einen großen Stürmer. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Riegel. Genau, der Kollege. Da ist, glaube ich, Elvedi da nicht nah genug dran. Und irgendwie kommt dann auch Kral ein bisschen raus und dann kullert der Ball ins Tor. Also ich persönlich habe gedacht, okay, Wegesser muss vielleicht da Druck auf die Flanke ausüben, weil der kann sich ja wirklich aussuchen, wo er hinflankt. Der hat da, kann sich noch eine Currywurst holen und dann noch flanken. Und dann ist Elvedi zwar nah dran, nicht entscheidend, aber auch da würde ich sagen, okay, der ist dran. Ich finde da Kral auch ein bisschen, kann man jetzt drüber diskutieren, und heute ist immer so ein diverses Thema, aber ob Kral da auch so rauskommen muss, weil wie soll der da einen gescheiten Schuss loswerden und dann kullert der irgendwie rein. Also es war schon ein bisschen, jetzt nicht die Szene von Ulm, wo du denkst, dass ein Tor fällt. Ja, aber wie du sagst, das vorher mit, der läuft und läuft und läuft mit dem Ball am Fuß, das geht nicht. Das ist wirklich, wie er sagt, der kann sich aussuchen, wo er den Ball hinflankt. Und Ulm hat halt auch, die spielen dann nicht umsonst zweite Liga, die haben da auch die Qualität zu sagen, okay, wenn ich so viel Platz habe, mache ich auch was draus. Und dann war das halt so ein bisschen wieder eine Fehlerkette. Keiner wusste so recht, soll ich jetzt auf den Ball oder kommt Kral raus oder muss Elvedi den klären? Das war dann
ja, wieder chaotisch. Der Ball war auch ewig lang in der Luft. Ja, ja. Also Flanke aus dem Halbfeld ist ja noch untertrieben. Der ist ja, der war ja meiner Meinung nach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, knapp hinter der Mittellinie, also in unserer Hälfte, hat er mal geflankt, keine Position ansatzweise, um eine gute Flanke zu schlagen und auch nur eigentlich auch kein Abnehmer da, bis der Hiegel dann reinläuft in diesen ewig langen Ball. Ja, aber müssen wir jetzt nicht noch mehr drüber reden, aber ich fand eher, lass mal über die positiven Sachen reden. Diesen Elfmeter, den holt in der zweiten Liga 99% der Spieler nicht raus, weil die nicht so nachsetzen wie Hanslik. Ja. Es gibt natürlich nicht jedes Wochenende so eine Belohnung dafür wie mit dem Elfer, aber wenn man regelmäßig ins Stadion geht, so eine Aktion macht Hanslik in jedem Spiel. Dass er irgendwie aus dem Nichts auf einmal den einen ballführenden Spieler unter Druck setzt, der damit auch überhaupt nicht gerechnet hat. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an das Tor von Ritter gegen Freiburg im Pokal, wo der Ritter mal von der Mittellinie das Tor geschossen hat? Das war auch so ein Ball, dem im ersten Touch Hanslik den Ball vom Fuß gespitzelt hat, dann Nihus auf Ritter. Und das macht er eigentlich jede Woche, ein so ein Ding, weil der einfach ein unfassbares Laufpensum hat, weil der nie aufgibt und weil er auch ein sehr intelligenter Spieler ist. Aber so richtig fällt das nie auf, ne? Also bis auf jetzt den Elfmeter, aber sonst geht das immer so unter, wo du dann denkst, okay, jetzt irgendwie die Großchance oder das Tor, das hat irgendwie Hanslik rausgearbeitet mit seinem Pressing, mit seinem, ich gehe auf den Gegner früh drauf. Aber es geht dann immer so ein bisschen unter, weil dann reden alle über Opoku, der das Tor macht oder Tomjak, der den Elfmeter reinschießt. Ja, also ich fand, das war so ein bisschen der, also Reichert hieß ja der Verteidiger von Ulm, das war so ein bisschen der Welcome zur zweiten Liga-Moment für ihn. Wo du genau gemerkt hast, aber ist ja auch verständlich, du bist da Aufsteiger, machst 1-0 gegen den Favoriten, muss man ja klar sagen, gegen den großen, ja doch, im Vergleich, also doch schon großen FCK. Und dann hast du ein bisschen Oberwasser, denkst, das schaukelst du dann schon, dann bist du einen Moment, einen kleinen Moment, bist du ein bisschen unachtsam und dann gibt es einen Elfmeter gegen dich und das ganze Spiel kippt komplett. Das war wirklich sehr, sehr wichtig und ja, ich glaube, über Hanslik habt ihr genug gesagt, also dass der Mann, ich glaube, auch laufleistungstechnisch wieder auf Platz 1, was die Lautern-Spieler angeht, auch wieder herausragend. Auch kann alles spielen, der Mann. Also wenn Kramer verletzt ist, dann kann man den auch ins Tor reinstellen. Trikots bedrucken, was kann der Mann nicht? Ja, und er hat ja auch gegen Ulm dann, ich glaube, als Abiyama reinkam, ist er auf die 6 gewechselt. Ich glaube, auf die 8, aber okay. Alles so ein bisschen, ja. Ja, das hat er schon bei Dirk Schuster, hat er schon ab und zu 6er und 8er gespielt. Bei welcher Stürmer kann 6er spielen? Das ist ja gute Stürmer. Ja. Harry Kane. Gute Fußballer, ja. Harry Kane, ja. Aber ist dann doch wahrscheinlicher, dass Daniel Hanslik mal deutscher Meister wird, glaub, oder die Premier League gewinnt. Hat Kane nicht jetzt vor kurzem irgendeinen Reisecup gewonnen? Ja, dieses Vorbereitungsturnier, oder? Ja, nach dem Audi Cup. Da ist die Trophäensammlung, die wird wieder aufpoliert. Glückwunsch. Aber würdet ihr sagen, dass wir ein Riesenproblem haben? Was heißt ein Riesenproblem? Aber so das größte Problem, was uns so im Weg steht, ist so die vorm Tor die richtige Entscheidung treffen. Das ist bei Aaron Opoku extrem gewesen gegen Ulm, der teilweise schon am Gegner vorbei war und dann doch nochmal einen Haken zu viel macht, dann wieder in den Gegner reingegangen ist oder auch gegen Fürth, wo dann ein falscher Pass gespielt wurde, wo dann doch nochmal ins Dribbling oder sich der Ball zu weit vorgelegt wurde, wo ich mir immer denke, so die letzte Aktion ist ganz oft wie die falsche Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es meine ich, dass es mir so aufgefallen wäre. Was mir persönlich immer ein bisschen Angst gemacht hat, war, dass sich dieses Muster von letzter Saison durchzieht. Also wo ich auch denke, okay, neuer Trainer, neue Saison, alles natürlich auf Null zurückgesetzt, aber trotzdem solche Sachen, dass die sich weiter vorziehen, dass du auch in Ulm da den Rückstand kassierst, das ist alles so, ja, lässt dich auf jeden Fall einen Bauchschmerzen haben. Und aber dass du es drehst, ist dann natürlich wunderbar für die Moral. Also ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Und wenn du da, wenn jetzt sagen wir mal, ich glaube, du brauchst auch den Sieg in Ulm. Ich glaube, wenn du jetzt mit 2 Punkten aus 2 Spielen gehst, dann ist die Stimmung vielleicht nicht ganz so gut. Gerade auch, weil du gegen Fürth, und da können wir jetzt gerne die Brücke schlagen zum zweiten Spiel, auch wenn du gerade gegen Fürth, ja, wo glaube ich eher einen Punkt gewinnst, als 2 verlierst. Vielleicht nochmal zum Thema Opoku oder zum Thema, ich würde es ausdehnen auf die Offensive. Mir gefällt die Offensive noch nicht. Wenn man sich jetzt darauf verlassen kann, dass Ache zurückkommt und fit bleibt, sieht die Sache anders aus. Ja, dann hast du die Mittelstürmerposition besetzt, dann hast du mit Hanslik jemanden hinten dran, der, wie Tim schon gesagt hat, alles spielen kann. Tachi hat mir überhaupt nicht gefallen in den ersten beiden Spielen. Aber Opoku, du siehst wirklich, das Spiel ist drauf angelegt, oder was zumindest die ersten beiden Spiele, dass Hanslik sehr oft den Ball nach außen ablegt. Ja, lässt sich fallen, holt einen Kopfball, gibt den nach außen ab, orientiert sich wieder in die Mitte. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Feedback, was wir nach dem Ulm-Spiel war von unserer Redaktion, Opoku, der Spieler des Spiels, wo dann welche geschrieben haben, ja, bis auf das Tor hat er ja gar nichts gebracht. Bin ich völlig anderer Meinung. Ja. Opoku hat 90 Minuten lang seinen Gegenspieler beschäftigt. Du hast recht, Nico, sehr oft falsche Entscheidungen getroffen. Aber das ist auch ein Typ, wo du weißt,
der kann auch an drei Spielern vorbeigehen. Und wenn du den vorbeilässt, kriegst du ihn nicht mehr, dann ist er weg. Und ich finde, gegen Fürth hat er wieder zweimal eine sehr geile Sache gemacht. Einmal die Ballannahme und dann die Vorarbeit auf Ache beim 2-2. Und auch vorher, wo ein Ball hoch ins Strafraum fällt, relativ überraschend. Und er legt den, zieht den aus der Luft, legt den direkt auf Ritter ab, der dann knapp vorbeischießt. Der Typ ist einfach brandgefährlich. Und diese Gefahr strahlt von der Truppe sonst keiner aus. Ja, der mal ein 1 gegen 1 gehen kann, der gegen tiefstehenden Gegner einfach ein probates Mittel ist. Ja, das ist ein Abiyama nicht, das ist ein Tachi nicht, ist letzten Endes auch nicht Hanslik. Auch Hanslik wird nicht Dribblings von der Seite erfolgreich in den Strafraum dreimal hintereinander bringen können. Deswegen finde ich, Herrn Opoku muss man einfach zugestehen, dass er eben eventuell auch dreimal hintereinander hängen bleibt. Ja, einem Tomiak würde ich das nicht zugestehen, wenn der auf einmal anfängt, von außen in den Strafraum zu dribbeln und jedes Mal hängen bleibt. Aber Opoku, du willst besondere Sachen von ihm, dann lass es ihn versuchen. Er ist auch extrem präsent. So das erste Mal, seitdem er bei uns ist, wo du wirklich merkst, sau viel geht über Opoku. Ja. Sehr viele Angriffe, wo immer wieder Opoku ins 1 gegen 1 geht, und das war vorher auch nicht so. Ja, korrekt. Also vielleicht wird es ja jetzt sein Jahr, und ich bin mir sehr sicher, dass es sein Jahr wird. Hat er schon zwei Scorer, also. Ja, ich bin sicher, dass es sein Jahr wird, weil sein Vertrag läuft aus. Das ist so, wäre so der Klassiker. Dann ablösefrei zu Frankfurt. Oder nach Hamburg zurück. Ja. Ich glaube, Fürth war echt sein Spiel. Also das finde ich, direkt hast du in den ersten 10 Minuten gemerkt. Saß ich vor dem Fernsehen und dachte mir, okay, der Mann hat heute was vor. Der hatte, glaube ich, die ersten 3 gefährlichen Aktionen von Lautern allein, weil er einen Ball auf dem Flügel hat und hat irgendwas probiert, ist 2-3 Mal auch ein bisschen hängen geblieben, ist ja okay. Also jede Aktion funktioniert natürlich nicht. Aber das ist eben das, wenn du 90 Minuten Stress machst und dann eine Aktion funktioniert und die in einem Tor mündet, dann reicht es ja auch aus. Der muss jetzt nicht reihenweise Spieler permanent austribbeln und dann 20 Buden machen. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen arg vermessen. Wie hattet ihr das Viertspiel im Kopf? Ich meine, ihr wart beide im Stadion. Seid ihr verdurstet, verhungert? Ja, mir ging's gut. Ich bin alles andere als verdurstet, ne? Das heißt, die zweite Halbzeit war dann auch nicht mehr ganz so sichtbar. Doch, ich habe gute Sicht gehabt. Gute Sicht, gute Getränkeversorgung. Also ich hatte Spaß. Auch der Spielverlauf. Und guter Fußball in der zweiten Halbzeit, ja. Ja. Das war ein geiles Spiel. Ich habe mich zwar mehrmals aufgeregt, ich hatte das Gefühl, das war ein Spiel zwischen zwei B-Jugendmannschaften, wo der Ball, sobald er ins eigene Drittel kommt in der Abwehr, niemand mehr weiß, was abging. Also ich glaube, Fürth war auch extrem unsicher in der Verteidigung. Wir waren extrem unsicher. Die haben beide Mannschaften einfach so versucht, nicht zu verteidigen. Ich meine, schön für einen Freitagabend Fußball, aber ich weiß nicht, ist das jetzt der Sinn, dass wir jetzt jedes Spiel 4-4 spielen? Oder? Es hat sich auch gar nicht angedeutet, finde ich. So die ersten 10, 15 Minuten, die haben sich angefühlt wie eine Stunde. Da war einfach nur, da wurde der Ball hin und her geschoben, langer Ball hinter die Kette, war keiner da, Torwart kriegt Ball. Und ich glaube, der Schiedsrichter hat sich gedacht, okay, das wird ein ganz ruhiger Abend, und dann ging's los. Dann mit dem Elfmeter, und ob ich wieder sagen muss, es war ein klarer Elfmeter, ja, aber dass der VAR 5-6 Minuten über sowas drüber gucken muss, dass dann der Schiri nochmal rausgeht, schon quasi Richtung Elfmeterpunkt läuft und da nochmal so über die Schulter zurückguckt und sich dann nochmal irgendwie vergewissert, dass es doch ein Elfmeter war. Da denke ich mir schon, dann kannst du fast schon gar nicht mehr geben, wenn du es so lange überprüfst, bei eigentlich nach so einer klaren Situation. Aber ja gut, der Elfmeter hat halt Fürth extrem zurückgeholt. Und man muss sagen, dass Julian Kral zu Recht in die Kicker-Elf des Spieltages und auch Spieler des Spieltages geworden ist, weil der Mann hat dafür gesorgt, dass wir überhaupt noch einen Punkt holen können. Ja, ist unfassbar. Wie schon in Ulm. Aber das gegen Fürth war ja abartig. Ich erinnere mich an den Eckball von Srebeni, der aus 3 Meter oder so draufköpft. Klar kann man sagen, der war jetzt nicht platziert, aber das Ding kommt aus 3 Meter draufgeschossen. Und der reißt halt die Hand hoch und dann auch irgendwie im 1 gegen 1 zweimal, wo er nochmal den Fuß ausfährt. Also gut, dass der verlängert hat, weil wenn der so weitermacht, ist das vielleicht der nächste Torhüter nach Kevin Trapp oder wer da irgendwie, ja gut, für Pollersberg haben wir damals auch irgendwie 3 Millionen bekommen, keiner weiß warum, aber vielleicht der nächste Torhüter, der ein bisschen Asche einbringt. Und seit 2 Jahren dann bei Braunschweig auf der Bank sitzt. Oh. Wen meinst du? Aber ist schon wahr, ne? Bei Grill oder Pollersberg haben wir schon gesagt, naja, die klar packen, die ist in der Bundesliga, und irgendwie haben sie es alle nicht gepackt. Aber bei Kral bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich auch, ja. Auch so von seiner Art. Also, der ist so abgeklärt und der wirkt schon so weit, als ob er schon 200 Spiele auf dem Rücken hat. Das ist der Wahnsinn. Ja, und auch clever genug, noch zu sagen, ich spiele jetzt noch eine Saison beim FCK und guck da mal, was kommt, statt sich wie andere irgendwo auf die Bank zu setzen, ja. Lustig, wie du von einem Jahrzehnt redest. Was ich nur spannend fand, war, dass wir letzte Saison um die gleiche Zeit haben wir diskutiert, ob wir Lute oder Kral starten. Und mittlerweile ist es ja, also der, ja, vielleicht Top 3, Top 5, vielleicht sogar Top 3 wichtigste Spieler im Kader. Also konstant, stark
und auch einfach, ja, variabel. Also ich würde jetzt keine, also ich glaube, lange Bälle sind so ein bisschen eine Schwäche mit dem Fuß, aber sonst hast du echt nicht so viel Sachen, die du bemängeln kannst. Ich meine, ich erinnere an Matteo Raab, der auf der Linie, war das ein Hexer, aber sobald der Ball irgendwo außerhalb von seinem aufs Tor ging und er auch rausgekommen ist, da hast du immer gedacht, okay, jetzt fäustet er entweder einen Ball, einen Kopf oder beides weg. Ich glaube, das ist, das hast Karl eben nicht, der ist da sehr variabel. Ja, um weiter im Spiel zu bleiben, wie wichtig war das Tor vor der Halbzeit? Was für eine Reporterfrage. Wie wichtig war dieses Tor? Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, ja, ja. Aber du hast recht, du hast recht. Ich habe die Halbzeit schon abgehakt gehabt und haben die tatsächlich nur einen gemacht und mit einer sehr coolen Freistoßvariante. Das gefällt mir gut. Ich habe schon ein paar gute Varianten diese Saison gesehen und die Saison ist ja wahrlich noch nicht so lange. Da haben die sich tatsächlich was ausgedacht. Die waren auch letztes Jahr schon stark bei Standards, extrem stark. Und es ist ja auch eine Waffe. Also wenn du irgendwie 15 Tore durch Standards machst, ist es ja geschenkt. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir einerseits denke, okay, klar, Standardsituationen gehören zum Spiel. Aber eigentlich solltest du doch die Tore spielerisch erzeugen. Aber wenn du halt trotzdem die Tore über Standard machst, das ist ein Tor. Gibt es keine halben Punkte, nur weil es ein Eckball ist. Also deswegen fand ich das schon krass. Was ich besonders spannend fand, ich finde, man hat es im TV sehr gemerkt, man war nach diesen zwei Gegentoren von Fürth schon ein bisschen ernüchtert, sage ich mal. Ich habe auch schon gedacht, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Vor allem, weil Fürth dann ja auch echt noch weitere Chancen hatte. Ich glaube, Zorniger hat gemeint, ihr könnt mit 4-1 in die Halbzeit gehen und da hatte der auch absolut recht. Da gab es zwei, drei echt brenzlige Geschichten. Was mir da zum einen aufgefallen ist, die Abwehr war teilweise so Harakiri. Das waren diese, also ich verstehe ja, dass wir da nicht so viele Neuzugänge haben, aber trotzdem hat sich irgendwie die Mannschaft war nicht so eingespielt, wie sie hätte eingespielt sein sollen. Also ich hatte das Gefühl, auch über das ganze Spiel hinweg, dass es eine unfertige Mannschaft ist, so ein bisschen. Also da waren immer so Sachen, nimm du, hab ihn sicher. Es sind ganz oft sind Lautern Verteidiger in Tacklings oder in Zweikämpfe reingekommen, die sie machen müssen und gewinnen müssen. Wenn sie nicht gewinnen, passiert irgendwas. Und Fürth hatte auch zwei, drei Aktionen, die sie selber technisch ganz schlecht ausgespielt, also wirklich die Ansätze nicht gut ausgespielt haben, wo es auch sehr gefährlich hätte werden können. Ich finde auch immer noch komisch. Also eigentlich war ich immer ein Freund davon, von Tomjak auf der 6, weil ich finde, der hat irgendwie immer noch so einen Offensivdrang. Und der geht auch gerne mal an drei Gegnern vorbei mit dem Ball am Fuß. Und das kannst du halt eher machen als Sechser, als in der IV. Aber der ist dann gegen Fürth immer in die IV zurückgekippt, in die Fünferkette. Und Ritter und Kalotsch haben dann irgendwie den Sechserraum gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann war halt wieder, schon seit Dirk Schuster ist ja der Sechserraum ein Riesenproblem, dass die da immer, das war auch gegen Ulm, dass da zwei, drei Distanzschüsse aus, ja, so zentral vom Tor, rund 20 Meter, einfach unbedrängt, dass sie da drauf schießen konnten, wo ich mir denke, wir kriegen diesen Sechserraum nicht verteidigt. Und das ist ja eigentlich schon ein, ja, das musst du verteidigt bekommen, weil wenn der Ball irgendwo auf außen ist, ist es halb so schlimm, als wenn der quasi 20 Meter zentral vom Tor liegt. Aber irgendwie haben wir da immer noch Probleme. Und ich frage mich halt wirklich, ob Tomjak jetzt gesetzt ist auf der Sechs und ob das so geplant ist oder ob wir da, gut, scheinbar suchen wir doch nicht mehr nach dem Sechser, nach den ganzen Absagen. Aber dann frage ich mich auch, was ist mit Aremu? Der ist gelernter Sechser, aber der ist ja irgendwie, wird ja gar nicht berücksichtigt. Der Leon Robinson ist halt, ich glaube, noch nicht so weit, dass er jetzt da Stamm spielen kann. Aber das mit Tomjak auf der Sechs-Experiment ist dann doch, glaube ich, gescheitert. In meinen Augen. Ich bin jetzt auch nicht so taktisch drin, ob das Markus Anfang so anders sehen. Aber mir gefällt das nicht mit der Sechs und Tomjak. Also ich würde dir da mehr ein bisschen widersprechen. Also zum einen finde ich, ich bin immer so wie so ein kleines Kind an Weihnachten, das sich was wünscht und ich wünsche mir einen ganz, ganz dollen Sechser und die Eltern sagen, nein, nein, das bekommst du nicht. Aber jetzt lass mal den 24.12. werden, beziehungsweise den 31.8., wenn du dann unter dem Weihnachtsbaum hockst und dann kommt dann vielleicht doch noch einer. Kann ja wirklich sein, dass es das alles noch Taktik ist und Verhandlungstaktik. Löhmannsröben. Ganz genau, ja, Yannick Bachmann. Ja, dass das Taktik ist, vielleicht, ist auch immer ein bisschen schwierig. Es sind zwei Spiele, zwei also richtige Spiele, ich glaube, Testspiele sind nochmal was anderes, die Tomjak da auf der 6 gemacht hat. Die liefen nicht gut, da stimme ich dir voll zu. Ich finde ihn ein bisschen zu undiszipliniert gegen den Ball. Ich fand da eine Szene gegen Ulm sehr bezeichnend. Da hat er einen Zweikampf vorne rechts, wo der rechte Flügelspieler eigentlich einen Zweikampf haben sollte. Dann kommt aber ein langer Ball, weil er den Zweikampf nicht gewinnt. Und dann muss Karlotsch eine gelbe Karte abholen für ein taktisches Foul, weil Ulm durchkommt. Und wo ich dachte, okay, vielleicht hat er die Freiheit, rumzurennen, wo er will. Aber normalerweise sollte mein Sechser doch vor der Abwehr stehen und nicht auf dem rechten Flügel. Also ich war nie der große Freund von Tomjak auf der Sechs. Dafür finde ich ihn spielerisch zu limitiert und finde ihn auch in der Verteidigung zu wichtig. Also ich hätte kein Problem damit, mal jetzt beim nächsten Mal Elvedi durch Tomjak in der Innenverteidigung zu ersetzen. Frage ist, wen stellt man da auf die Sechs? Bei Raschel bin ich mir da auch nicht so sicher. Karlotsch könnte ich mit leben. Ement.
Ja, Clement ist kein Sechser. Ja, aber wenn du Karl Lautsch auf die Sechs stellst, kannst du meinetwegen Clement in die Offensive stellen. Das ist natürlich jetzt der wievielte Trainer, der nicht auf Clement setzt? Der vierte oder so? Also ja, deswegen, oder fünfte. Ja, so viele Chancen gibt es da nicht mehr. Ja, wenn es nach mir ginge, wäre Tomiak gerne wieder in der Innenverteidigung Stamm. Ich glaube, da merkst du auch noch so ein bisschen dieses unfertige Mannschaft. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dieser Punkt, dass wir einfach sehr viele Verletzte haben. Also wenn jetzt ein Touré zurückkommt, glaube ich, hilft der in der Innenverteidigung nochmal spielerisch auf jeden Fall weiten. Du hast einen Jamra, der jetzt noch wieder so ein bisschen fit wird, der jetzt ein bisschen wieder auf Spielzeit kommt und dann ja jetzt schon eigentlich eine gute Rolle gespielt hat. Und dann, ja, finde ich, kann sich die Defensive schon relativ schnell stabilisieren. Ich glaube, Tomiak wird nicht der beste Sechser der Liga, aber ich glaube auch nicht der schlechteste. Man muss ja auch noch fairerweise dazu sagen, dass wir oder dass Markus Anfang Fußball spielen lassen will, den wir das letzte Mal vor 10 Jahren gespielt haben unter Ronjajic. Und seitdem war eigentlich nur mit Ball nach vorne, kontern und irgendwie hinten hilft der liebe Gott. Und dass das Zeit braucht und dass das in einer Sommervorbereitung in 6 Wochen nicht umzusetzen ist sofort und dass da nicht alles klappt, das ist auch klar. Plus, siehe jetzt zum Beispiel Jamera und Zimmer extrem, wie unterschiedlich zwei Spielertypen sein können. Jamera ist so sicher am Ball, der zieht ja auch gegen Fürth, als er reinkam, mal 20 Meter mit dem Ball durch die Mitte, ohne Probleme. Und Zimmer ist halt wirklich der an der Linie klebt, der Ball in die Tiefe spielt. Und vielleicht ist es halt auch wirklich noch nicht der Kader, den sich Markus Anfang wünscht oder den Markus Anfang braucht, um seinen Fußball richtig spielen zu können. Breaking News, auch Markus Anfang ist kein Houdini. Oh, und kein David Copperfield. David Copperfield, stimmt, Entschuldigung. Beides Zauberer, beide nicht Gramotzes. Ja, ich glaube, wie gesagt, also wenn da jetzt noch ein Flügelspieler kommt, ich glaube, Tachi hast du es auch gesehen, oder Tachi, der ist wirklich auf dem Flügel ein bisschen verschenkt. Aber würdet ihr Tachi zentral aufstellen? Mit Ache, ja. Wie unter guten Schusterzeiten. Ache ja, und okay. Tachi. Das war musst du ja einen wegnehmen, oder willst du Überzahl spielen? Ja gut, du musst das System umstellen. Ach so, ja, genau. Ich hätte es einfach Tachi auf dem Spielberichtsboden dazugeschrieben und mal dazugestellt. Das vielleicht fällt ja auf. Nicht auf. Ja, das geht. Ja, aber das waren tatsächlich die einzig herausragenden Spiele, die Tachi gemacht hat, immer an der Seite von Ache, wo man wirklich den Eindruck hatte, Ache macht Spieler wie ihn einfach besser. Jeden. Und macht jeden. Generell, glaube ich, die ganze Mannschaft besser. Also das hat Julian Kral ja gesagt, dass die so froh sind, dass Ache wieder zurück ist, weil der einfach bei der Einwechslung, wie das Stadion seinen Namen gerufen hat, als ob der jetzt einen Hattrick geschossen hätte, irgendwie uns zum Aufstieg, nur ob er, weil der eingewechselt wurde. Und er hat wirklich irgendwie eine Aura, der Typ. Das ist unfassbar. Der kommt rein und das ganze Stadion und die ganze Mannschaft weiß, okay, wir holen da noch einen Punkt, wir machen da auf jeden Fall noch ein Tor. Und er kommt rein, da braucht 10 Minuten, macht er wirklich noch ein Tor. Selbst wenn der nur ein Bein hat oder wenn der irgendwie nur Luft für 10 Minuten hat, der macht irgendwie immer ein Tor. Der Typ ist wirklich Wahnsinn. Unabhängig von diesen Soft-Faktoren, ich glaube einfach taktisch ist es ein Unterschied, weil wir haben es ja schon mit Hanslik. Hanslik ist kein klassischer Mittelstürmer, der so richtig Präsenz zeigt. Und da ist auch wieder das Thema Aura, um im Fachjargon zu bleiben. Dass du einfach, ja, wenn dann Ragnar Ache als Innenverteidiger, also wenn du Innenverteidiger bist, dann kommt ein Ache neben dir, der aus dem Stand 2,50 Meter springt, dann verteidigst du natürlich nochmal ganz anders. Und der zieht dann halt dementsprechend Spieler, schafft halt auch so Platz für zum Beispiel einen Opoku, der nach innen ziehen kann und dann halt mal von hinten fackelt. Ich glaube, das sind alles Sachen, die dir da sehr helfen. Da muss man, finde ich, aber auch Yannick Mauser erwähnen. Ich finde, der hat auch eine gute Rolle gespielt dafür, dass er jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er gegen Ulm gesehen hat, aber gegen Fürth waren es auch nicht allzu viele, aber in denen war er trotzdem echt stabil. Ja, das hätte ich von Mauser nicht erwartet. Ich habe eigentlich erwartet, dass der ein paar mehr Probleme hat mit dem Tempo und so, aber der kam jetzt gegen Ulm und auch gegen Fürth rein, hat richtig Betrieb gemacht. Und ich finde, Acher ist schon ein sehr kompletter Stürmer, so von den Voraussetzungen. Der ist gut am Ball, auch mit beiden Füßen, der ist brutal in der Luft, der ist schnell, der ist, obwohl er jetzt halt nicht der Größte ist, auch körperlich ist der echt stark, also da haben wir echt einen sehr, sehr guten Fang gemacht. Also er muss halt fit bleiben und fit werden, das ist sein einziger Nachteil, sonst wäre er wahrscheinlich schon längst in der Bundesliga. Du meinst also, wenn Mause jetzt sich noch weiter steigert, dann spielt er in 4 Jahren für West Ham? Ja, auf jeden Fall. Ne, ich denke für Chelsea, die bezahlen dann 60 Millionen. Ja, ich glaube, das ist Füllkrug. Dann ist er ja wenig später wieder bei uns. Ja, stimmt. Farmverein Lautern. Aber lass uns doch bei den Neuzugängen bleiben. Also, wir hatten Mause gerade schon angesprochen. Mause, ja, jetzt noch nicht so viel gespielt, dass er da wirklich krassen Einfluss hat, sage ich mal. Aber auch an sich eigentlich echt solide. Also, das Spiel, für das der Mann zu schlecht ist, das muss noch erfunden werden. Also, ich finde, der hat bis jetzt immer gezeigt, dass er da mitspielen kann, auf jeden Fall. Der hat mir gefallen. Was sagt ihr zu Heuer? Sehr gut. Fällt mir auch. Frisur. Fällt mir auch. Frisur jetzt weniger wichtig, aber so die Präsenz und auch wie er in die Zweikämpfe geht, finde ich, ist absoluter Stammplatzkandidat, auch wenn Tomiak wieder in der Innenverteidigung spielen sollte. Ist ein guter Transfer, finde ich.
Ich finde gerade das Thema Präsenz, also ich finde, der ist extrem laut auf dem Platz und vielleicht war das auch so was, was in der Verteidigung gefehlt hat. Einer, der wirklich klar sagt, ey, guck mal hinter dich, ey, schieb mal durch oder irgendwie sowas, der hat das halt durchorganisiert. Das war, glaube ich, bei Kevin Kraus, der war auch noch relativ laut, aber da war schon spielerisch sehr limitiert. Aber ich finde auch, Heuer macht das extrem gut bis jetzt. Nächster Neuzugang, Wehkesser. Das ist nicht ganz so einfach, finde ich. Stimmt. Zum einen muss man sagen, auch sehr präsent, aber ich weiß auch nicht. Ich hatte ein bisschen Flashbacks, als er kam ja mit so einer Gel-Frisur kam er her, hat sich dann vorm ersten Testspiel die Haare abrasiert, dass hinten links unser Verteidiger eine Glatze hat. Da ist der Luschig in mir wach geworden, wo ich auch dachte, oh je, meine, nicht, dass der jetzt irgendwie in Polen verschwindet, um Spielspiele zu entgehen. Also, Erik Weck ist ja verschwunden. Dann könnte er Kleinhansel spielen. Der hat mich ein bisschen überrascht, dass der nicht spielt. Ich fand ihn gegen Karabakh hat er viel gespielt. Ich meine, ist ja auch nur ein Testspiel, aber im Endeffekt hat er mir da echt gut gefallen. Ich glaube, der ist so ein bisschen, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass der Stamm verteidigt, aber anscheinend hat ihn Adam Duschek aus dem Trainingslager wegtrainiert. Naja, Weckerster ist jetzt erstmal der namhaftere Transfer, der auch scheinbar gekommen ist, um Führungsspieler zu werden. Ja, dann soll er mal zeigen. Also bis jetzt ist er da noch ein Stück von weg, denke ich mir. Aber gut, sind nur erst zwei Spiele gespielt. Er hat einen guten Ball gespielt gegen Ulm auf Mause, wo dann Opoku das 2-1 macht. Und ich finde, er ist schon auch wieder das Gegenteil von Zimmer. Der lässt sich dann auch mal quasi in so einen Dreieraufbau reinfallen und ist dann schon, bekommt einen Spielaufbau schon sehr oft den Ball. Aber ob da jetzt wirklich was Gefährliches dabei rumkommt, ist nochmal die andere Sache. Aber wie du sagst, Raimund, das ist der zweite Spieltag und der Mann war letzte Saison schon sehr oft verletzt. Also lass ihn mal ein bisschen ankommen und reinkommen. Ja, ich hatte echt tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe da einen Facebook-Kommentar gelesen. Ich meine, Facebook-Kommentare sind ja eigentlich prinzipiell nicht so vertrauenswürdig, aber Nürnberg war ja auch nur so eine schlechte Verteidigung letztes Jahr. Und wir holen da zwei Spieler, die unsere Verteidigung stärken sollen. Da dachte ich auch, okay, ob das jetzt so gut klappt, weiß ich nicht. Aber an sich bisher beides stabil. Und da kann man ja auch gleich die Brücke schlagen zu seinem Kollegen Jamra, obwohl der jetzt noch nicht so lange da ist. Hat auch noch nicht so viel gespielt, aber auch gegen Ulm fand ich ihn extrem präsent und gegen Fürth, als er reinkam, direkt auch fußballerisch sehr stark, sehr abgeklärt am Ball und ich glaube auch generell einfach ein guter Fußballer und das ist halt auch nochmal ein Riesenunterschied zu Jean Zimmer. Ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube fußballerisch ist Jamera halt schon ein gutes Stück besser. Und ich denke auch wieder eher der Spielertyp, den Markus Anfang haben will. Und deswegen mal abwarten. Wie gesagt, wenn der mal richtig fit ist. Dann kann er auf jeden Fall was bringen, ja. Was du gemeint hast wegen Markus Anfang. Spannenderweise, ich habe einen Artikel über Jamra geschrieben gehabt und in der Recherche. Bei FBref werden dir die statistisch ähnlichsten Spieler der Liga angezeigt. Und der statistisch ähnlichste Außenverteidiger ist Florian Kleinhansel. Oh. Also das ist quasi einmal gespiegelt, der Rechtsverteidiger. Und ich glaube, da ist wirklich ein ganz guter Stil gelungen. Weil nicht nur spielerisch ist der was für uns, sondern auch charakterlich. Ich weiß nicht, ob er das in Nürnberg so ein bisschen verfolgt hat, aber anscheinend gab es Gerüchte, die wurden, glaube ich, im letzten Podcast auch schon ein bisschen aufgegriffen, dass nämlich Knoche gekommen ist und ihm so ein bisschen das Kapitänsamt als Schmankerl versprochen wurde, dass er nach Nürnberg kommt. Jamra hat aber letzte Saison, ein Drittel, glaube ich, der Saison, als Kapitän gespielt. Und wenn dann der Neuzugang Kapitän wird und du dann eben eigentlich der Top-Favorit bist oder einer der Favoriten drauf, kann das schon sein, dass du dann ein bisschen, ja, ungehalten bist. Ja, verständlicherweise. Wenn das so weitergeht, wo seht ihr dann Zimmer? Wenn, also Kapitänsbinde weg, wo, dann muss er ja auch nächstes Jahr für einen Sportpreis irgendwo hingehen. Zum Waldhof. Oh je. Ja, ich sehe ihn halt ziemlich schnell auf der Bank, wenn Jamra fit ist. Und ich glaube nicht, dass er von Ronstadt verdrängt wird. Da muss schon einiges passieren. Aber ich glaube, dass, ja, wie gesagt, wenn Jamra fit ist, dass der ein Stamm-RV wird. Denke ich auch. Wobei ich sagen muss, Zimmer hat in Ulm ein gutes Spiel gemacht. Gegen Fürth hat er mir nicht gefallen. Aber in Ulm war wirklich das Spiel, wo man gesagt hat, so Junge, du bist jetzt drin. Eigentlich wurde Jamra wahrscheinlich gekauft und dir vor die Nase gesetzt. Jetzt hast du durch seinen Fitnessrückstand noch eine Chance. Nutz sie und ich finde, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war sehr aggressiv, Präsenz. Die Pässe haben mal funktioniert, was ja sonst eher sein Manko ist. Also wie gesagt, von den beiden Spielen hat Zimmer auf jeden Fall eins sehr ordentlich gemacht. Nico, du hast eben Leon Robinson erwähnt. Ja, junger Spieler, der noch nicht so weit ist, hast du gesagt, was wahrscheinlich stimmt. Wie alt ist der, ohne nachzugucken? 22. Dazwischen, 23. Das war wieder so ein Klassiker, ne? Da kommt ein junger Spieler hoch und da denke ich, okay, ist er jetzt 18, ist er 19? Nee, der ist auch schon wieder 23. Also das mit der Durchlässigkeit klappt immer noch nicht. Also wir haben noch
zwei Leute in der Hinterhand, die 18 bzw. 19 sind. Fabian Heck, aber der ist Torhüter, und Mika Haas. Aber ansonsten ist es wieder wie immer, wenn die Spieler dann mal aus der eigenen Jugend oder wenn die Spieler mal aus der zweiten Mannschaft hochkommen, dann sind die auch meist in einem Alter, wo man sagt, naja, da müsstest du eigentlich schon ein bisschen weiter sein. Ohne dass ich das jetzt auf Robinson in irgendeiner Form deuten kann, aber ja, und auch sonst im Kader gibt es keine Jüngeren als die eben erwähnten. Alle anderen sind, die meisten sind so 4 bis 26, aber ja, im Endeffekt dann keine so junge Mannschaft. Was nicht schlecht sein muss, aber so den einen oder anderen jungen Spieler hätte ich dann doch ab und zu mal ganz gerne. Hätte, glaube ich, jeder, ne? Ich muss da mal eine Lanze brechen für unsere Jugendabteilung. Weil ich finde immer, das vergisst man immer ein bisschen leicht, das ist ein bisschen schwierig. Man muss ja überlegen, welches Einzugsgebiet hat Lautern. Wir haben das Einzugsgebiet von Mainz. Mainz ist wahrscheinlich eine der besten Jugendakademien des Landes. Vielleicht sogar die beste. Hoffenheim ist stark. Freiburg ist gut. Frankfurt hat eine geile Jugendmannschaft, also gute Jugendmannschaften. Da ist halt einfach sehr, sehr schwierig. Da musst du wirklich, also das siehst du ja auch dann nicht ganz. Also das bringt dir jetzt nichts. Also du hast ja nicht in zwei Jahren Top-Talente, wenn du jetzt in deine Jugendakademie reinsteckst, sondern du brauchst halt wirklich immer, also bestimmt mal vielleicht 10 Jahre Vorlauf. Und ich glaube, das wird jetzt ganz gut gearbeitet. Ich denke, Sean Blum hat das, glaube ich, einen Dreierpack gemacht für die U21 beim letzten Spiel. Also ich glaube, da wird es schon gearbeitet. Aber stimmt schon, du hast es nicht leicht, wenn du auch in Mainz spielen kannst. Ist Sean Blum überhaupt ein Kandidat für die erste Mannschaft? Ich glaube nicht, oder? Wobei, der ist auch noch relativ jung. Der ist, glaube ich, auch erst 23. Und der war letzte Saison auch gar nicht so schlecht. Glaubt ihr, der wurde schon gefragt für die 6? Also ich meine, das haben wir ja alle im Ausland durch. Jetzt müssen wir mal am Berg rumfragen, wer so spielt. Vielleicht bei der nächsten Pressekonferenz. Freiwillige vor. Der Kollege Stiewitz könnte ja da mal nachfragen. Hat ja einer noch Schuhgröße 46? Da können wir noch die alten Schuhe von Lobinger benutzen. Dann sparen wir uns Material. Ja, ich glaube, also, da ist noch Bedarf. Wo seht ihr noch Bedarf als Transfers? Also, der Kollege Stiewitz wird wahrscheinlich nicht spielen können. Der muss nur fragen, der muss nicht spielen. Dem Niveau ist es zu niedrig, glaube ich. Der spielt, glaube ich, alles oberhalb von der zweiten Liga. Ich würde vielleicht einfach mitgehen mit dem, was Anfang und Hängen halt gesucht haben. Sechser auf jeden Fall. Oder ich würde auch gerne eigentlich mal Aremu sehen, aber der hat sich irgendwie noch, bevor er hier ankam, schon irgendwie ins Ausgeschossen. Mit seinen roten Karten und mit seiner roten Karte und seinen Verletzungen. Und in ein oder zwei Außenspiele. Aber dann müssten auch noch ein oder zwei gehen. Also ich finde Opoku stark. Opoku ist auch, glaube ich, so der Außenspieler, den sich Anfang wünscht. Aber rechte Außenbahn mit Abiyama, der das, glaube ich, auch eher so aushilfsmäßig macht. Und auch Tetschi, der sich da, glaube ich, nicht so wohl fühlt, behaupte ich jetzt mal. Das ist nicht Salora-reif, glaube ich. Ja, gehe ich mit. Sechs und Außenstürmer sind definitiv Baustellen. Ich könnte mir auf dem rechten Flügel vielleicht sogar Zimmer vorstellen, vor allem gegen den Ball. Ich glaube, der hat das ja auch immer nur hin und wieder mal gespielt in Drittliga-Zeiten. Ich glaube, dass er das auch hinkriegen könnte gegen gewisse Gegner. Aber ja, ich gebe euch recht. Also rechter Flügel, da wäre schon so ein Dribbler geil. Ein 1-gegen-1-Spieler. Und was mir irgendwie so ein bisschen fehlt, aber vielleicht erwarte ich doch einfach zu viel. Mir fehlt so dieser eine Transfer, wo du weißt, okay, das ist jetzt so ein richtiger Transfer, dem kann ich mich aufhängen. Okay. Da habe ich Bock drauf. Genau, so irgendwie so ein bisschen was mit ein bisschen mehr Fantasie, wo irgendwas aus dem Hut gezaubert wird. Naby Keita von Werder Bremen. Oh ja. Der Sechser, frei sein, ja. Der verfügbar. Passt super ins Team. Ja, wird nicht viel verdienen. Passt auch super, der wird die Physio-Abteilung ordentlich beschäftigen. Ich glaube, der brauchst einfach nur einen dicken Block mit gelben Scheinen, dann ist gut. Aber ich hatte denselben Gedanken, so in die Richtung Nicolas Depreville, wo du denkst, wo kommt der jetzt her? Und dann ist es ein richtiger Baller. Das wäre, wir haben auch Almami Touré, ne, der ein richtiger Baller ist. Der kommt ja auch wieder zurück. Vielleicht müssen wir dann doch noch bis in den Winter warten, bis da wieder irgendwas aus dem Hut gezaubert wird. Ich gehe davon aus, dass da noch was passiert. Das hat unser Sportvorstand beim letzten Mal, als ich das gesagt habe, habe ich mich ganz übel versprochen. Deswegen sage ich den Namen jetzt nicht. Ist dann auch der Folgentitel geworden. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Sportvorstand da noch einen Transfer aus der Bundesliga von irgendwelchen Nachwuchsspielern oder sonstigen, die nicht zum Zug kommen, noch durchaus machen wird. Vielleicht ein Nachwuchsspieler von Köln. Das wäre doch auch eine Idee, wenn wir junge Spieler aus dem Ausland holen, Jugendspieler, so wie es Köln gemacht hat. Oh ja, ja. 2 Jahre Transfersperre, ich glaube, dann kannst du den Laden dicht machen. Mit unserer Jugend, also wirklich, dann spielst du ja in 2 Jahren. Ja, wenn du unsere Jugendabteilung hochziehst, das tut mir leid, aber ich glaube, da bestehst du in der zweiten Liga wahrscheinlich eher nicht. Weil an sich, also Ausland wäre echt mal spannend, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben keinen Spieler geholt aus dem Ausland. Welchen Markt hast du denn im Visier?
Also ich fand, ich glaube, in im Ost, also in Ostdeutschland, Ostdeutschland nicht nur. Was war? Ganz, ganz exotisch in Ostdeutschland. Wer scoutet in Thüringen? Ja, in Magdeburg hätte man echt nachschauen können. Ich glaube, da war Ito, war da ein Gespräch. Aber der hat, ich glaube, da wurde jetzt auch, hat, glaube ich, Christian Tietz gesagt, der bleibt. An den Fall hätte ich spannend gefunden. Aber generell, ja, irgendwas Spannendes, französische zweite Liga, was auch immer. Irgendwas, wo man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Das, wie gesagt, das wäre so, glaube ich, unser Kollektivwunsch an Thomas Heng. Können wir einen Brief schreiben und hoffen, dass was draus wird. Er wartet nur auf unseren Brief. Er wartet doch nur. Ach Mensch, es gibt ja auch Spieler außerhalb von Deutschland. Das wusste ich ja gar nicht. So was Verrücktes. Also scheinbar traust du dem Dirk das nicht zu, das in der Pressekonferenz zu platzieren. Das wird dann per Brief, oder ist es, damit es andere nicht mitkriegen? Deine Idee. Der folgende Transfer wird Ihnen präsentiert von Treffpunkt Betze. Boah, ja. Anstatt Nauerts Gruppe oder sowas. Können wir uns schon was einfallen lassen da? Der folgende Transfer war die Idee von Tim, Treffpunkt Betze. Es kriegt immer so ein Sternchen dann hinter dem Namen. Entdeckt von Treffpunkt Betze. Dann klatsche ich dann auch extra. Hey, den kenne ich. Meiner, kenne ich. Ja, jetzt lachen wir noch. Mal gucken, was in 5 Jahren ist. Wahrscheinlich wirklich Nabi Keita. Was auch neu ist, was noch dazukommen könnte, vielleicht ein drittes Trikot. Glaubt ihr, das sehen wir dieses Jahr noch? Oder kommt es erst zur Rückrunde? Vielleicht kommt's, also vielleicht ist es schon fertig, aber bei den Lieferschwierigkeiten, die Castore hat, kann das schon sein, dass es vielleicht erst im nächsten Jahr da ist. Solange es nicht Textmarker gelb ist, ist mir recht, können die spielen, was sie wollen. Also, Habt ihr die Diskussion bei Düsseldorf mitbekommen, wo anscheinend die Fanszene auch jetzt einen Brief oder so geschrieben hat gegen dieses lila-rosa Trikot? Das dritte Trikot ist bei denen so lila-rosa-mäßig. Und da müssen die irgendwie auf die Barrikaden gehen, was ich so mitbekommen habe. Wo ich mir denke, ein drittes Trikot, also. Es ging nur um das dritte. Ich habe mitgekriegt, dass da was war, aber okay. Der konkrete Aufhänger war, glaube ich, dass bei allen beiden, den anderen beiden Trikots das Fortuna-Logo in weiß und rot ist, wie es halt sich gehört. Und im dritten Trikot war es halt eben farblich angepasst an das restliche Trikot. Das war, glaube ich, der große Aufhänger. Ich glaube, bei Bayern München war es ja auch schon so, dass die sich da vehement beschwert haben. Aber gut, ich finde, was Adidas mit Bayern in den letzten Jahren macht, gehört auch, also das gehört auch bestraft. Also was die sich da für Trikots machen lassen, ich finde die alle extrem grottig. Das ist wirklich, also dafür, dass das der deutsche Meister, nicht der deutsche Meister, schaut mal an. Der größte Club in Deutschland ist das so echt, ja, finde ich deutlich, deutlich zu wenig. Obwohl ich das Trikot von Düsseldorf ziemlich geil finde. Also Lautern in Lila und Pink fände ich, warum nicht? Wie gesagt, ein drittes Trikot, ey, wie oft hast du das in der Saison? Ah, keiner zwingt dich, das zu kaufen. Und ja, das hast du vielleicht 2-3 Mal in der Saison an höchstens. Also, was sagt ihr zum Auswärtstrikot? Mit diesem Original-Schriftzug von Novoline, mit diesem gelb-orangen Farbverlauf? Also bin ich jetzt kein Freund von. Haut mich nicht um. Ich glaube, das ist eine Philosophiegeschichte. Ich finde auch das Heimtrikot, es ist nicht meins. Es sieht für mich aus wie ein Trainingsshirt. Es ist, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Da gab es einen Artikel, da hat 11 Teamsport hat das Kindertrikot halt ohne diesen Novoline-Aufdruck verkauft. Normalerweise steht ja Betze drauf, wenn du es beim FCK kaufst, aber das war ohne. Und das sah wirklich, wirklich aus wie so ein Trainingsshirt. Und also ich, meins ist es nicht. Mir würde ein rotes, einfarbiges Trikot reichen. Irgendwas, vielleicht ein bisschen, man kann ein bisschen Effet reinbringen. Und ich finde, das sollten halt auch Heim- und Auswärtstrikots sein. Also in meiner Idealwelt heimrot, auswärts, von mir aus weiß. Und beim dritten Trikot kannst du dir dann einfallen lassen, was du willst. Dann kannst du da bauchfrei, was mit Umhang oder keine Ahnung, aus Drachenhaut, was auch immer. Lasst euch was einfallen, tobt euch aus. Ist doch egal. Ja, was ich also gut, ich würde sagen, du behältst deine Scouting-Aufgaben bei, aber was die Trikotgestaltung angeht, sollte man dich außen vor lassen. Bei allem Respekt. Hat das nicht Heng vor, als er noch nicht die Unterstützung gehabt hat, eigentlich alles gemacht? Der war doch Trikots designt, Spieler eingekauft, so in der dritten Liga noch. Keine Assistenz. Der hat doch macht 1er Wurst verkauft immer in der Halbzeit. Essen gekocht, und Bier. Wäsche gewaschen. Rasen geschnitten, alles. Ja, jetzt ist er abgehoben und macht das alles nicht mehr. Hat sich selber Fragen auf der Pressekonferenz gestellt. Herr Heng, was sagen Sie eigentlich zu Ihrem Einfluss, zu Ihrem Transfer? Ja, super Transfer. Gute Frage, danke dafür. Ein Heng für alle Fälle. Ja, allzu lang wird der Mann auch nicht mehr tätig sein, weil dann schließt das Transferfenster. Wir haben uns zusammengefasst. Oh, ich dachte, du hättest da was gehört, von wegen Abwerben eines anderen Vereins. Mistintat, der wird doch bald frei, der könnte doch zu uns wechseln. Oh ja. Der holt dann wirklich einen Nabi Keita. Da hätten sich 2 gefunden. Wir hatten jetzt seit Mai kein Riesendrama mehr auf dem Betzenberg. Ich glaube, Mistintat, der könnte da richtig reinwachsen in die Rolle. Mhm. Dann wäre auch nicht mehr so langweilig. Obwohl so eine langweilige Saison eigentlich auch echt mal guttun würde.
Oh ja. Gut, wir haben jetzt lange genug über Trikots geredet und anlässlich dessen haben wir uns mal eigene ausgesucht. Welches Trikot würdet ihr, wenn ihr euch eins aussuchen dürftet, würdet ihr euch holen? Nico. Gut, holen ist relativ, denn es hängt schon tatsächlich an der Wand bei mir. Das 2010er, 2011er Auswärtsshirt, das war in der Saison, als wir in die Bundesliga jetzt mal aufgestiegen sind. Und ich sehe da einfach noch, ich habe auch den Vlog mit Christian Tiffert, habe auch das langärmische Trikot. Und das war halt die geile Aufstiegssaison. Ich glaube, wir wurden 7. oder 8. gerade so noch am internationalen Geschäft vorbeigeschrammt. Und mit dem 2-0 gegen Bayern, ich glaube mit dem 3-3 gegen Stuttgart, 5-0 gegen Schalke. Also es war schon eine geile Saison. Und auch das Bordeaux-Rote im Heimtrikot war ganz geil. Aber dieses Weiße mit diesem Bordeaux-Roten und schwarzen Querstreifen, ich habe mich in dieses Trikot so verliebt. Das war damals Do You Football, ne? Das war Do You Football. Die eigentlich coole Trikots gemacht haben, aber die auch sehr schnell pleite gegangen sind. Raimund, was hat dir am besten gefallen? Saison 08-09, Kappa-Trikot, rot-weiß und also das Heimtrikot. Also es war rot und hatte weiße Schultern und Ärmel. Sponsor war Deutsche Vermögensberatung. Aber wenn ich mal ganz weit zurückgehen darf, weit vor meiner Zeit, wir hatten mal Campari als Sponsor. Wie geil war das denn? Das war in den 70ern. Also das, wenn es das noch irgendwo gäbe, würde ich mir sehr gerne zulegen. Es wurde dann verboten, oder? Verboten. Warum? Alkoholwerbung, oder? Alkoholwerbung wurde verboten. Genau, wie bei Carlsberg und. Scheiße, aber ja, tatsächlich. Ja, da wurde es wahrscheinlich nicht verboten. Falsch informiert. Ich persönlich habe mir was Kontroverses ausgesucht. Du, Raimund, hast schon gemeint, dass du das schrecklich fandest. Aber ich bin absoluter Fan von dem 94-95er Heimtrikot. Adidas, Oki, links und rechts so drei Adidas-Streifen, so ein bisschen, ja, wo man so richtig den 90er-Look hat. Und an sich einfach ein rundes Trikot. Ich war zwar da noch nicht geboren, aber ja, wenn es nicht so saumäßig teuer wäre auf irgendwelchen Kleinanzeigenplattformen, dann würde es schon bei mir im Schrank hängen. Also wie verschieden Geschmäcker sein können, ne? Also ich finde, das ist schon, das gehört verboten, das Trikot. Aber gut, ich meine, ja, das war halt, also so die ganzen Trikots in den 90er, die waren echt, als ob jemand mit einem Farbeimer drüber gerade so ausgelaufen wäre und irgendwas, also die ganzen Muster waren so verrückt. Bis auf dieses Lotto-Faber-Trikot vom VfL Bochum, wo ungefähr 17 verschiedene Farben drauf waren. Aber das ist ja damals nicht aufgefallen, weil die sahen alle so aus, die ganzen Trikots. Ja, aber dafür waren die aber auch beschissen geschnitten. Die waren dann immer so komplett weit, also die haben immer so weit geflattert. Ja. Ja, Thema im Schrank hängen. Beim FCK hängt eine Teilnehmerurkunde im Schrank. DFB-Pokal 2023. Deine Einleitung. Oh mein Gott. Machen wir Herzinfarkt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, als ich das im Vorbericht mitbekommen habe und auch so ein bisschen ein, zwei Artikel gelesen hat, ich meine, das ist jetzt echt schon ein Weilchen her, aber wenn der Pokalfinalist gastiert beim FC Ingolstadt, das geht noch runter wie Öl. Also das könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Pokalfinalist. Was ich mir nicht gern anhören würde, ist, wenn der Pokalfinalist bei Ingolstadt rausfliegt. Ja, wenn das Wort Pokalfinalist im Nachgang allzu oft erwähnt wird, dann deutet es darauf hin, dass der Pokalfinalist in der ersten Runde gescheitert sein wird. Da muss man auch sagen, wir hatten es vorhin mit dem Thema Anfangsprogramm. Anfangsprogramm. Es ist gar eine echt scheiß Auslosung, ne? Ingolstadt ist echt kein Gegner, den du dir wünschst für die erste Runde. Die sind gut, die sind stark in der dritten Liga. Es riecht nach Favoritenschreck. Und die haben keine Fans. Das ist alles, was wir nicht wollen. Ja, genau. So ein Auswärtsheimspiel, was traditionell wahrscheinlich nicht gut werden wird. Ja, aber ich glaube schon, dass wir weiterkommen. Kann man es gut vorstellen. Dann zweite Runde Nürnberg, dann dritte Runde Köln, dann vierte Runde Hertha, Halbfinale Saarbrücken und dann. Nee, aber es wird schwer. Also es wird schwerer als letztes Jahr gegen, was war das, Rot-Weiß Koblenz. Und ja. Es wird auch, glaube ich, für den FCK ein Novum, oder? Weil wir, ich glaube, zum ersten Mal gegen eine Trainerin spielen. Oder gab es das vorher schon mal? Das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Aber ich glaube nicht, oder? Im Profibereich. Nein, es gab noch nie eine Trainerin im Profibereich, oder? Nimm mal die Hörer mit, die jetzt ungläubig den Kopf schütteln. Ja, Sabrina Wittmann ist seit, ich glaube, letztem Jahr schon, jetzt offiziell, seit der Saison offiziell Cheftrainerin bei Ingolstadt. Letztes Jahr schon gegen Saisonende Interimstrainerin. Hat einen guten Punkteschnitt. Ich glaube, im Moment jetzt eins verloren, eins gewonnen. Und letzte Saison von den drei Spielen auch, glaube ich, ein 2er-Punkteschnitt. Ist erst, ich glaube, 33, also noch sehr jung und schon ewig bei Ingolstadt in vielen, vielen Funktionen. Also echt interessant, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch kein Spiel gesehen von Ingolstadt, weil ich brauche keinen Magenta-Sport. Aber gut, das wird sich jetzt ändern am Samstag. Könnt ihr euch eine Trainerin beim FCK vorstellen? Schwer, sehr schwer. Also
Mir persönlich wäre das recht, solange wir gut Fußball spielen und unsere Punkte holen. Wenn jetzt aber nicht der Fall ist, wissen wir ganz genau, was passieren würde. Ja, vor allem wissen wir schon noch, bevor diese Person das erste Mal überhaupt den Trainingsplatz betreten hat, was schon in Social Media los sein wird. Oh ja. Wie siehst du Sabrina Wittmann? Ich sehe sie als deutschen Horst Rubisch. Also alles gemacht in einem Verein. Da kannst du dann die A-Nationalmannschaft übernommen. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass du, glaube ich, lange in einem Verein bist. Ich glaube, das hilft dir auch enorm, wenn du dich einfach auskennst, die Leute kennst, dich da sicher fühlst. Ja, gefallen tut es mir ehrlicherweise nicht ganz so, weil die gute Arbeit leistet anscheinend. Und wenn wir da am Samstag verlieren, dann bringt es uns auch nichts. Aber ja, also das soll den Teufel nicht an die Wand malen. Also wird, glaube ich, keine leichte Runde. Ich glaube, da wird es echt knackig. Aber ja, Sieg sollte auf jeden Fall drin sein. Was tippt ihr? Elfmeterschießen. 3-2 von FCK. Also ich bin sehr skeptisch, aber wenn wir es gewinnen, dann gerne auch durchs Elfmeterschießen komplett unverdient. Oh Gott, nein. Mit 5 Elfmetern, so wie sie Manni Starke gegen Mainz geschossen hat, nehme ich. Platziert in den Winkel. Ich glaube halt, wenn wir in Elfmeterschießen gehen, mit dem Selbstvertrauen, was Julian Kral hat, hält der halt 6 von 5. Also da geht halt keiner rein. Dann macht er den ersten noch. Einen rein dann. Ja, dann ist der für den Rest des Jahres der Unhand. Also dann fliegt er auf seiner eigenen Wolke rum. Also ich glaube, was ja gut ist für ein Torwart, Selbstvertrauen. Aber ja, ist, glaube ich, wichtig. Ich finde das immer, diesen Aspekt mit dem Pokal. Ich weiß nicht, glaubt ihr, der spielt so eine große Rolle? Weil letztes Jahr hat man auch gesagt, ja, diese Doppelbelastung, im Endeffekt sind es ja echt nicht so viele Spiele. Also ist jetzt nicht so, dass wir da international spielen, leider. Aber ich glaube, das ist kein so Riesenfaktor, oder? Kann man es auch nicht vorstellen, muss ich sagen. Also es ist auch nicht so, dass er unter die Woche fällt. Also es ist jetzt ganz normal am Wochenende, wo er ganz normal in den Rhythmus fällt. Und gut, ich meine, das ist halt geschenktes Geld, wenn du da jetzt für Runde weiterkommst. Wir wissen es aus dem letzten Jahr, wie viel Geld da dabei rumgekommen ist. Und auch am Ende mit Abzügen, was an die Stadt und sowas ging, was da noch übrig geblieben ist, waren auch irgendwie 5-6 Millionen. Also ich glaube weder, dass die Belastung jetzt irgendwie nochmal extrem wird. Wir können darüber reden, wenn so Manchester City oder so in 4-5 Wettbewerben sind und dann noch Nationalspieler haben, die in den Winterpausen und so unterwegs sind. Aber wegen den 2 Wettbewerben glaube ich jetzt echt nicht, dass die Belastung so extrem ist. Zumal, wie viele Spiele waren es insgesamt letztes Jahr? 6? So, davon waren 2 am Wochenende, wie du sagst, also kein Extratermin. Darunter waren bis auf Saarbrücken und Koblenz auch noch Heimspiele gegen Nürnberg, Hamburg, Köln. Ja, also ob du dann trainierst oder ein Spiel hast, ich glaube, als Spieler spielst du lieber. Da sehe ich auch keine mehr Belastung. Was halt wieder typisch für ein FCK wäre nach Pokalfinale aus in der ersten Runde. Also ich glaube, die Pessimismusbrille muss man sich wieder aufziehen. Danach geht's gegen den nächsten Aufsteiger. Dann geht's zu Sascha Hildmann nach Münster. Mhm. Bist du noch beim Pokal oder sind wir schon in der Liga? Ich hätte den Pokal jetzt abgehakt. Oder möchtest du noch was zum Pokal sagen? Nee, ich dachte, du bist schon bei der zweiten Runde, weil du jetzt heute so prophetisch unterwegs bist. Nee, in der zweiten Runde schlagen wir die Bayern. Das ist ja klar. Okay, dann remember where you heard it first. Noch kurz dazu. Ich habe noch heute drüber nachgedacht. Das letzte Mal, als wir gegen die Bayern gespielt haben, war vor 10 Jahren. Im Halbfinale im Pokal. Finale. 5-1, 10 oder? Jahre lang. 5-1, ja. War wir 10 Jahre geschossen für uns. Zoller. Okay, krass. In der Allianz Arena, gell? Ja. Ja, in der Allianz Arena, wo Jörg Zimmer noch Stress mit Philipp Lahm angefangen hat. Wer größer ist. Ja. Na gut. Sehr schön. Ich meine, also, ja, Bayern oder Preußen, Münster, ich glaube, so viel gibt sich das nicht. Jetzt in Münster wird es wahrscheinlich auch nicht leicht. Die haben guten Fußball gespielt. Die waren immer noch nicht so richtig erfolgreich, aber guter Fußball. Die waren richtig gut gegen Hannover. Richtig gut. Also, Ron-Robert Zieler hat ihn richtig den Arsch gerettet. Hannover. Die waren richtig gut. Verkündet Hildmann immer noch die komplette Mannschaftsaufstellung, Taktik und alle spontanen Ideen vorher in der Pressekonferenz, so wie er es bei uns gemacht hat, oder hat er damit mal aufgehört? Gute Frage, ich habe noch keine PK von ihm gesehen. Ich wollte gerade sagen, wie Nico habe ich kein Magenta-Sport-Abo und mir da... Ah, Quatsch, die spielen jetzt bei uns in der Liga. Aber gut, stimmt. Nee, letztes Jahr habe ich mir das auch nicht... Ja, das ist so, da braucht man immer so ein bisschen rein, glaube ich, in diese Spiele. Aber die meisten PKs gab es wahrscheinlich noch unter Magenta-Sportzeiten. Aber ich glaube, die sind schon ziemlich geil. Die haben, glaube ich, Bock. Die haben auch noch Aufstiegs-Euphorie. Die haben jetzt Hannover, wo man auch sagen muss, das ist auch eigentlich eine Mannschaft. Top 6 kann man die schon mal reinplatzieren. Unentschieden abgetrotzt. Und wir sind echt, tun uns, ja, trotz 4 Punkten ein bisschen schwer. Also auch da könnte was drin sein. Haben die irgendwelche Ex-Lautrer bis auf Sascha Hildmann? Ah, Dominik Schad. Dominik Schad, ja. Oh Gott, das wäre ja so typisch, ne? Oh, und die haben diesen Malik Batmas.
Da erinnere ich mich noch, dass der vor 2 Jahren, als wir das Derby gegen KSC auf dem Betze gewonnen haben, wirklich 3-4 Großchancen einfach so kläglich versiebt hat. Und es wäre jetzt so typisch, wenn der und dann gegen uns trifft. Aber die haben kein schlechtes Team jetzt so auf den ersten Blick, muss man echt sagen. Ich persönlich halte die für den besten Aufsteiger, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass die, das ist ein Hot Take, aber ich glaube, dass Münster einer der stärksten Aufsteiger sind. Ich glaube auch mit der Spielidee. Du hast Plattmanns angesprochen, der war sehr gut. Der war ja auch bei uns im Gespräch. Ich meine, da gab es irgendeinen Artikel drüber. Ja. Ich glaube, das sind keine zwei leichten Spiele, die da. Ja, viele sehen in Münster so den direkten Abstieg und schlechtesten Aufsteiger, wo ich mir denke, würde ich mal abwarten. Ich glaube, das hat jeder auch bei Elversberg gedacht, dass die auf jeden Fall wieder runtergehen. Und ich glaube auch, dass Elversberg diese Saison nicht absteigen wird. Da gibt es im Moment noch andere Kandidaten, sowas wie Braunschweig, die jetzt irgendwie in den letzten 3 Spielen 13 Gegentore bekommen haben. Ich glaube, die haben jetzt im Moment die größten Probleme in der Liga. Da war auch der zweite Spieltag erst. Also. Und da muss man ja noch anmerken, das waren ja 5 von uns und 5 von Schalke. Ja. Von Schalke. Und das ist ja, also das ist, das müsste ja fast doppelt zählen. Also, doch, da ist, glaube ich, gibt es auch andere Teams. Was tippt ihr denn? Boah, schwierig. Also ich tippe Punkt in Münster und habe ich es überhaupt schon gesagt? Wurde ich überhaupt schon gefragt? In Ingolstadt fliegen wir leider raus. Oh, da kommt wieder die Pessimismuskeule. Ja, ich habe gerne Unrecht an der Stelle. Aber. Ja, das stimmt. Das sagst du absichtlich, oder? Dass wir so schlecht dastehen, dass Heng nochmal Geld in die Hand nimmt und wir dann noch einen Sechser kaufen und dann alles andere gewinnen. Schick mal den Brief ab und dann gucken wir mal, was er macht. Ich sag 1-1. Ein ganz langweiliges. Ich weiß auch nicht, ob wir dieses Jahr nochmal, habe ich auch wenig Hoffnung, dass wir zu 0 spielen. Oft haben wir letztes Mal zu 0 gespielt, 2 Mal oder so. Ja, gegen Braunschweig und im Pokal gegen Nürnberg haben wir zu 0 gespielt. Das sind die 2, die ich noch eins. Ich glaube, es gab 2 Ligaspiele tatsächlich, die zu 0. Gegen Koblenz haben wir, glaube ich, auch noch zu 0 gespielt. Juche! Aber ich schließe mich dir an. Das war nicht häufig. Ich schließe mich dir an. Also ich lehne mich weit aus dem Fenster und tippe auch 0-0. Also ich glaube, ein Punkt in Münster ist, glaube ich, auch, ja, kannst du mit leben. Also ich glaube, was wir gelernt haben jetzt nach den ersten Spielen ist, dass Anfang raus. Ja, und dann den Kollegen Ende von Ferl für die Rückrunde einsetzen, dann spielen wir mit Anfang und Ende. Genau. Das wäre wunderbar für jeden Pressevertreter. Aber ich glaube, was wir gelernt haben aus den ersten beiden Spielen und auch generell so ein bisschen aus der Transferperiode, also zumindest ich, so viel träumen kann man dieses Jahr nicht. Und ich glaube, das hast du auch bei den verschiedenen Saisonvorschauen gesehen. Ich glaube, bei den Kollegen vom SWR haben viele gesagt, ja, ruhige Saison. Wo viele noch gesagt haben, Durchmarsch und dann Meister vor einem Jahr oder vor 2. Also ich glaube, so eine ruhige Saison, das wäre doch das Schönste, was uns passieren kann. Und wenn das so die Erwartungshaltung ist mit ruhiger Saison und mal nichts mit Abstieg zu tun haben, und das wäre doch eigentlich so typisch Betze, wenn wir dann aufsteigen. Komplett unerwartet und keiner weiß so recht wie, und setzt sich gegen Schalke, Köln und Hertha irgendwie in der Liga durch und dann steigst du irgendwie auf, das wäre halt so typisch. Ja, nehme ich, machen wir. Dann gibt es von meiner Seite auch nicht mehr viel zu sagen. Habt ihr noch irgendwelche Briefe, die ihr an irgendwelche Funktionäre loswerden wollt, irgendwelche Trikots, die euch... Ja, erst gegen Weihnachten schicke ich meinen Wunschzettel los. Thomas Heng und Ines Heiri. Ich lasse euch mal machen und guck, was rauskommt. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Feierabend.